weiter geht's. Ein Speicherpunkt haben wir jetzt hier. Und ich will die Heilmittel dort. Okay, kann ich nicht nehmen, weil ich voll aufgeladen bin. Okay, wir schauen uns hier ein bisschen um. Das scheint hell genug zu sein. Können brauchen wir die Taschenlampe erstmal nicht. It's locked. Das ist natürlich schon mal schön. Kommen wir durch die Tür hier. Natürlich. Durch die gefährlichere Tür kommen wir durch. Och nö. Du hast mich aber erschreckt. Ne, moin. Jetzt geht's mir gar nicht mehr so gut. Na toll, ich muss weiter unten auf die Zombies einschlagen. Da ist doch noch irgendwo einer. In der Sorte. Ach, im Schrank. Im Schrank hat er sich versteckt. Na toll. Und das habe ich so absolut gar nicht gesehen. Na toll. Kritisch. Gesundheitskritisch. Ich muss mal ein bisschen zurück. Na toll, jetzt wo ich die Schnappe weggetan habe, wird es wieder dunkel. Alles klar. So, Gesundheit wieder in Ordnung. Schön, haben wir es gelernt, wie man es macht. Gespeichert. So. Boah, diese dunklen Gassen machen mir Schiss. It's locked. Natürlich, it's locked. Natürlich ist der Weg versperrt. Wär langweilig, wenn der offensichtlichste Weg nicht versperrt wäre. Wir müssen natürlich dorthin, wo die Gefahren auf uns warten. Natürlich in den dunkelsten Raum. Ich will meine Taschenlampe wieder. So. Was haben wir denn hier? Einen ganz großen Raum hier. Große Räume mag ich in diesem Spiel nicht. Große Räume sind in Horrorspielen. Scheiße. Für kleine und übersichtliche Räume. Ich glaube, wir gehen in eine Sackgasse, aber... Oh, ich sehe da ein Monster, ich sehe da ein Monster, ich sehe da ein Monster. Darkstock. Nimm das. Hier Gott sei Dank immer die Zeit, um halt schnell zum Dingens zu wechseln. Bin ich denn hier überhaupt richtig? Ich denke, ich gehe hier falsch. Aber was soll's. Ich denke, wir müssen in eine andere Richtung. Und durchziehen. Das scheint hier irgendwie so ein Wartezimmer zu sein. Ein bisschen so eine Art Aufrufezimmer. Locked mit Würfel Keycards. Eine Keycard. Wo kriegen wir denn eine Keycard her? Hier bei den Leuten hier. Sieht alles hier ziemlich zerstört aus. Hier muss doch irgendjemand eine Keycard gehabt haben. Einer von den Leuten hier an der Rezeption. Nicht? Ja gut, hier ist eine Tür. Gut, die nehme ich. Ist locked. Ah, durch die sind wir wahrscheinlich gekommen. So. Sag nicht, die Taschenlampe geht alle. Das wäre bescheiden. Ach, das war die Keycard-Sache. Die Keycard-Aktion. Ich habe nämlich die Befürchtung, dass die ganze Sache hier eine Batterie hat und dass wir halt irgendwie dadurch beschränkt sind, dass die Taschenlampe irgendwann alle geht. Können wir durch. Was haben wir hier? Ein Monster. Schlagstock. Ich mag lieber den Schlagstock hier. Ich will keine Munition verschwenden. Irgendwann sehen wir dann so einen Endboss, so einen Zwischenboss zumindest, der dann halbwegs was drauf hat. Und dann können wir hier die Munition uns dafür sparen, würde ich sagen. Und nicht für solche kleinen Monster hier. Natürlich, it's locked. Natürlich ist die abgeschlossen. Und was denn auch sonst? So. Oha. Gruselige Geräusche. Da sind irgendwelche Viecher drin in den Geräten. Guilty.
So, Guilty habe ich mir aufgeschrieben. Kann sein, dass wir das brauchen. So, wo sind wir hier? Hier wirkt alles immer mehr aufgerissener und unaufgeräumter und zerstörter. Was haben wir hier? Oh, eine Klaviatur. It's a piano book. C, D, E, F, G, A, B. Okay. Nice. Eine Klaviatur. Oh, ein Kinderraum. Ein Kinderraum. Ein Spielzimmer. Ach so, wir sollten uns wahrscheinlich merken, wo wir die Finger hinlegen sollen, oder? Ist das richtig so? That. Okay. Das Kinderpiano, das klingt so gruselig. Okay, brauchen wir eigentlich gar nicht. Die Gesundheit ist in Ordnung. Schauen wir uns das nochmal an hier. Wir haben die Zettel ja dort. Die Finger liegen so auf dem... Müssen wir jetzt raten, was es gespielt hat. Und was es angetatscht hat. Kann man das erraten? Seltsam. I und das A. Das ist ja musikalisch. Also versuchen wir's. Oder? Ich habe keinen Plan. Sind halt diese Hände drauf. Und was willst du von uns, Spiel? Was willst du? Und was verlangst du? Naja, man könnte mal vielleicht vorerst mal nach der Keycard suchen. Das ist eine Theorie für mich. Weil wir sind hier einfach auf dem Holzweg mit diesem Piano. Vielleicht hat das gar nichts zu bedeuten. Sind wir einfach hier in der Sackgasse hier. Dann laufen wir hier noch. Verbringen wir zu viel Zeit damit. Ist natürlich geschlossen. So. Ich würde mal sagen, suchen wir mal nach der Keycard. Schaden kann es nicht. Hier auf dem Boden irgendwas. Nee, nur diese Viecher dort, diese Dinger, diese Dinger, die irgendwie wie Fernmeldegeräte, irgendwie sowas könnte das sein. Den Boden einfach absuchen hier im großen Raum. Und an der Decke hängt keine Keycard. Tja, ich habe keinen Plan. Hier im Getränkeautomat gönnen wir uns mal einen kleinen Snack hier. Hier mal ein bisschen Geld reinstecken. Klack, klack, klack. Ja, kommt nichts raus, steckt fest. Ach, blöder Automat. Kennt ihr diesen Moment, wenn ihr ein Rätsel vor euch habt, die Lösung direkt vor eurer Schnauze steht und ihr nicht darauf kommt? Die Lösung direkt vor der Schnauze. D-E-A-D Keycard. D-E-A-D spielen. D-E-A-D auf dem Klavier, auf die richtigen Tasten. Dann öffnet sich das hier. Da haben wir die Keycard. Ich fühle mich so sauerblöd gerade. Ach Mensch. Was soll es? Und weiter geht's mit der Story. Da kommen sie raus, die Viecher. Jetzt brauche ich meine Pistole. Na toll, ich sehe sie nicht. Höhe. Wird ein bisschen schwer. Wo sind denn die Viecher? Wo sind die?
Ach Mann, so schnell kann ich doch nicht schießen. Ist gemein. Dann renne ich halt. Kommt her. Ah. Schussgenauigkeit braucht man da. Zielgenauigkeit. So, wo war die Tür mit der Keycard? Meine Gesundheit ist vor allem angeknackst. Oha. Da kommen sie. Das ist vor allem sehr schwer zu treffen, meine Güte. Meine Fresse. Ja, ich will es gar nicht sehen, wo die sind. Tür, 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 Tür. Meine Fresse. Das gilt sie, das wollen wir bestimmt auch noch. Schnell hier durch, schnell hier durch, schnell hier durch. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Ah, die sind überall. Oh, Kacke. Und wir haben natürlich die Keycard nicht. Komm, die ersten muss ich abschießen. Damit sie mich durchlassen hier. An denen kann ich vorbeirennen, aber so ein bisschen vorsichtig muss dann schon sein. Tür. Schnell weiter hier. Schnell weiter. Ist egal. Die sind überall. Es lockt. Na toll. Schnell zur Tür bis zur Keycard. Wo sind sie? Wo sind die Viecher? Wo sind die Drecksviecher? Ich sehe sie nicht. Das ist ja das Schlimme. Das ist das Tragische. Nein, nein, lasst mich überleben. Nein, Mist. Keycard. So. Lampe. So, ein bisschen Heilungsmittel. Oha, moin, moin Werner. Du kriegst hier eins mit einem Stab drüber geschlagen hier. Ah. Attacke. So. Und weiter geht's. Hier irgendwo ist laut ein Monster auf uns. Und weit können sie nicht sein. Ho, hier. Hammer. Attacke. Ha, ha. Stirb, Kartoffel. Hier irgendwo Heilungsmittel. Na denn. Sieht nicht nach Heilungsmittel aus. Überall könnte ein Monster um die Ecke lauern. Heilmittel, perfekt. So, wo sind wir hier? Dann mal durchwaschen. Durch Russisch. Und da brauche ich noch eine Keycard. Ha, ist das schön. So, die Keycard habe ich schon. Brauche ich nur einmal zu holen. Das ist praktisch. Oh, da passiert was. Die Viecher kommen von den Decken. Na, Kacke. Schieß auf den Boden. Ach, Mann, das habe ich falsch. Ja. Schande. Schnell voran. Nein, nein, er noch, auch noch. Nein, 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 nein. Rennen um dein Leben. Gerade ein Loch in die Tür geschossen. Tut mir leid, Tür. Wollte ich nicht. War eine Reaktion aus Stress. Und Werner kommt uns besuchen. Gleich mal den Kopf abgehackt. Ja, die heißen alle Werner. Wo bist du? Wo seid ihr? Mann, scheiße. Einfach durch hier, einfach durch. Hier wird's hell. Okay, alles klar. Auf dem Boden kann ich sie nicht. Klarkstock. Speicherpunkt. Nice.
Finde ich schön. So. Haben wir hier erstmal einen sicheren Punkt. Freut mich doch. So, sicherer Ort. Hier ist erstmal kein Gegner. Hier haben wir Heilmittel. So, wieder komplett geheilt. Nochmal speichern. Oh, dann geht's dann hier gleich weiter. Puh, kurze Rast, kurze Pause. Dann geht's weiter.